Am Samstagabend kam es auf der Berliner Straße in Wiesbaden zu einem tödlichen Unfall. Eine 31-jährige Autofahrerin fuhr aus bisher unbekannten Gründen auf einen Motorroller auf. Der 75-jährige Rollerfahrer wurde auf den BMW geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Über knapp 70 Meter verteilten sich Fahrzeugteile und persönliche Gegenstände des Rollerfahrers. Feuerwehr und THW leuchteten die Unfallstelle für den Sachverständigen aus. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.